Oh, guck mal, die war jetzt ein Höhleneingang. So wie den. Warst du schon drin? Hast du dir den angeguckt? Ich bin ein kleines Stück reingehoppelt. Schauen wir mal kurz hier rein. Weil vielleicht finden wir ja hier schon. Das ist ja im Prinzip der nächste Höhleneingang. Wow. Okay. Nächste Fackel. Aber endet wahrscheinlich jetzt auch demnächst, ne? Hier im Wasser irgendwie. Gut möglich. Ich mache erstmal hier den ganzen Kram weg, nach das Grünzeug. Zumindest ein bisschen, dass wir wieder Grünzeug haben. Okay, hier im Wasser endet die Höhle dann wieder. Aber gut, bei der Gelegenheit werde ich das auch mal abbauen. Ich meine, schließlich sind die ja nicht ganz unwichtig. Wir sind schließlich cool. Ach, shit. So. Ja, die sind schon echt nice mit den Möglichkeiten, die man hat. Man kann damit auch diese Ropes machen, ne, wo man dann steile Abhänge hochklettern kann irgendwie. Genau. Das habe ich jetzt zwar noch nie genutzt, aber... Ja, gemacht habe ich es auch noch nicht. Aber man braucht dafür, glaube ich, halt auch Eisen oder so. Ein Stück Eselchen. Naja, gut, okay. Also hat jetzt... War jetzt doch nicht so die Höhle, wie man sich's vielleicht erhofft hätte. One hit. Sind die weg? Zack, zack. Bum, bum. Gehen wir weiter. Hier geht's ziemlich lang und steil runter, finde ich, jetzt bei den Knödeln hier. Theoretisch können wir die bashen. Ein Schlag und die sind fort. Und man kriegt jedes Mal Geld. Oh, das ist ein Mensch da unten. Achtung, oh, oh. Da kommt ein Dorf wieder, so ein komisches Affendorf. Oh ja, 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 komm mal hoch. Komm, lass erstmal kurz den Rückzug sichern. Ah, du bist schon oben. Okay, okay. Das ist wahrscheinlich dem sein Haus. Können wir jetzt nicht aufregen? Mein verficktes Haus! Der flippt gerade voll auf. Warte kurz! Ist der vielleicht, war das vielleicht gut? Warte mal, guck mal, der greift gar nicht an. Warte mal kurz. Sicher? Hey! Human, not grow leaves. Lauren, pity, pity it. Guck mal, der liebt uns. Hey, sorry, dass wir jetzt dein Haus abbauen müssen, aber... Sorry, dass wir ein Haus abbauen, deine Frau klauen und deine Kinder verbrennen, aber was sein muss, muss sein. Das ist schon wieder ein anderes Bettchen, das ist so ein... Ich glaube, er kommt nicht mal hoch in sein Haus, der Abhang. Ja, guck mal, wie er da steht. Hilfe! Komm, wir bauen das hier ein bisschen... So, dass er hier wieder hoch kann, der arme Mensch. Und dass er in sein Haus kann, das wir abgebaut haben. Jetzt kann er wieder hoch und sich das Debakel betrachten. Weißt du, komm da hoch. Danke, Leute. Oh no. Na, ja, shit. Der Kerl. Erst freut er sich, dass du ihn doch nicht umbringst, dann ist sein Haus weg. Weißt du, wir haben noch in sein Bett gekackt und gehen dann. So spielt das Leben manchmal. Aber nur bei Sterben. Wir sind auf einem floralisierenden Planeten. Da oben ist wieder ein bisschen Kohle, habe ich gesehen. Rechts. Oh ja, und da ist auch so eine Geldkassette. Die ist for you, little Pooh. Das sind zwei Pferde, die hole ich mir jetzt. Scheiß Viecher. Die muss ich kaputt machen, ich dachte das. So, Pferdchen. Wie geht der? Ah, da wieder eine umrammen. Just like in Rambock or something like that. Diese kleinen immer. Kleine aggressiven Dinger. So wie in Wirklichkeit die Natur. So kleine, ja, kleine Hühnchen oder sowas sind immer sehr aggressiv. Die kleinen Dackel, ne? Die zwicken einem direkt in den Sack rein. Genau. Und was sagt dann der Halter? Der will ja nur spielen, Mensch. Der will mit deinem Sack spielen, weißt du? Oh, eine wunderschöne Gegend hier. Ich bin oben ein Stück weiter, ne? Hier ist nämlich ziemlich viel Kohle und auch etwas Eisen. Das hacke ich auch noch alles ab. Ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir in der Vergangenheit Silber gefunden? Oder haben wir es noch nie irgendwo angetroffen? Ich weiß gar nicht, aber Silber haben wir auch genug. Silber haben wir mittlerweile genug. Ja, was fehlt denn da noch? Kopper? Gar nichts mehr. Ich habe doch vorhin gesagt, komm, wir machen es. Und hast du gemeint, du willst lieber spazieren gehen. Ach so, sorry, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Aber okay, es ist ja... Ich meine, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann können wir vielleicht den Planeten, ja, mal umrunden. Genau. Und dann bauen wir mal dieses Antennchen. Und vor allem, wenn wir halt Kupfer und sowas finden, damit können wir dann unsere Waffen, also wir können eine Kupferaxt herstellen, die baut dann wahrscheinlich doppelt so schnell ab wie die Axt, die wir jetzt halt haben, ne? Ich glaube, wie schnell wir uns dann hier überall durchbuddeln können. Genau. Deswegen ist es schon gut, dass wir hier so rumbuddeln. Ich dachte auch, das wäre deine Intention deswegen, dass wir jetzt hier, ne? Dass wir mehr haben. Ja, das stimmt. Nee, du hast recht. Das werden wir jetzt einfach so weitermachen. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine bisschen größere Höhle gefunden. Liegt ein bisschen Kram rum. Geld. Ich bin
Ich werde like Teddy kann man mit diesem Geld aktuell irgendwas anfangen? Irgendwas Nützliches, oder? Naja, ich habe vorhin nur irgendwas gesehen, dass man was kaufen kann damit dann. Also so, dass man auch Chips, also wenn du dann weiter mit deinem Raumschiff fliegen willst, musst du Chips herstellen. Und die kosten halt gewisse Anzahl an Ressourcen und Geld. Okay. Und ja, macht doch, also ist auch ziemlich cool so, weil man dann auch einfach für das Geld dann auch einen Nutzen hat und so. Das war ja klar, ich meine, sonst hätten sie das Geld ja nicht hinzugefügt. Das ist schon cool. I can see the hole. Ich baue mal hier den ganzen grünen Kram ab. Schon lange nicht mehr auf Gift gestoßen. Hier unten sind ein paar kleine Fische und die Höhle endet dann somit auch. Das ist schön, ja, kein Gift. Das gefällt mir. No poison. Ich gehe nochmal hier nach rechts, da ist noch ein bisschen Kupfer. Okay, dann könnten wir hier schon wieder raus. Oh, es ist schon wieder Nacht. Shit. Sollen wir hier weiter gucken? Ja gut, ja. Dann bleiben wir drin. Hol ich mal den Rest von diesem Kletterzeug, von diesem Fibre. Schombel. So. Um diese Zeit, um diesen Höhlenaufenthalt sinnvoll zu nutzen. Wir müssen übrigens immer noch, wir können es jetzt auch endlich hier live und öffentlich hinterher sagen, dass wir müssen bald noch ein Video machen, so ein Ankündigungsvideo für Junk, einfach für die restlichen Abonnenten hier, dass sie bitte alle auch mal bei Junk reinschauen, wenn sie uns richtig hart in Aktion sehen wollen. Genau. Ich meine, die ein oder andere Videos noch gar nicht wissen. Vielleicht. Genau. Ich meine, vielleicht können wir jetzt einfach hier nochmal die Info raushauen, aber wir machen darüber hinaus trotzdem zusätzlich nochmal ein Infovideo. Ja. Willst du? Ja, fang du an. Also Killer und ich haben einen neuen Kanal errichtet vor ein paar Wochen. Da ist ja bis jetzt ein Video hochgeladen. Das sind halt eine andere Art von Videos. Das ist jetzt nicht unbedingt Let's Play-Kanal, wo jeden Tag ein bis zwei Videos hochgeladen werden, sondern da passiert vielleicht mal wochenlang gar nichts. Aber dafür sind die Videos auch um einiges amüsanter. Geht nämlich um folgende Dinge, die wir durch Killer jetzt mal erläutern, was der Inhalt dieser Videos so ist. Also der Inhalt der Videos, es wird vier Unterkategorien geben. Es wird sein einmal eine Gameshow, die einfach eben so aufgezogen ist wie eine normale Gameshow. Wir haben hier richtig unser Studio und so, da sitzen wir dann und zocken, ähnlich wie Game One halt. Natürlich jetzt etwas amateurhafter als Game One, weil wir sind aber noch ganz am Anfang. Und das ist die eine Sache, die fette Show eben. Dann gibt es einen Street-Comedy-Teil, wo wir auf der Straße rumjockeln, so ähnlich wie halt Comedy Street, ne, und die Leute so ein bisschen an der Nase herumführen. Dann gibt es noch Gaming News, da kommen dann immer die allerwichtigsten Spiele-News, haben wir da für euch. Die werden auch ähnlich vorgestellt, ne, in so einer Show. Wir hocken auf der Couch, alles ultra cool und showmäßig eben. Daher auch dieser doch lange Intervall, diese Lücken ohne weitere neue Videos, da wir halt einfach auch in jedes Video viel Arbeit reinstecken und auch, es muss einfach viel Arbeit reingesteckt werden, weil sonst hat das auch keinen Sinn, dann müssen wir den Kanal dann nicht machen, das muss einfach richtig edel werden. Und eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar die Sketche. Wir haben auch noch richtig coole Sketche gemacht. Und das kommt dann auch nochmal in der vierten Kategorie, da gibt es einfach dann wahrscheinlich vier Playlists. Und das wird euch ultramäßig gefallen. Die erste Folge ist alles noch in einem gehalten. Da haben wir aber jetzt leider einige schlechte oder nicht schlechte Kommentare. Am besten erläutert das Warden mal. Warden, du hast ja das sprachliche Feingefühl, um das richtig zu erläutern. Also ich glaube, Negativkommentare haben wir bis jetzt noch keine. Wir haben aber allerdings, wir haben uns natürlich umgehört, ein paar Leute befragt aus dem Netzwerk, wie zum Beispiel Dr. X, der das sehr fachmännisch, kritisch beäugt hat. Und ja, es wurde aber auch schon von mehreren Seiten halt bemängelt, dass diese ganzen Punkte, die Killer gerade aufgezählt hat, in einem Video aufgetaucht sind. Das heißt, dieses Video geht, glaube ich, 15 Minuten oder sowas in der Art. Ja, 15 bis 20 Minuten. Wirklich Sketches, die Street-Action, die Gaming-Show, alles in einem Video reinverpackt. Wir haben natürlich versucht, das so ein bisschen anzusagen und halt alles in einem Video so bisschen zu verknüpfen, aber im Endeffekt ist es uns das nicht ganz gelungen. Also es ist ein bisschen zusammengewürfelt hin und her. Es ist jetzt auf keinen Fall ein schlechtes Video, man kann sich das reingucken und ich finde, es ist sehr amüsant. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir es jetzt hier nochmal kurz einblenden an der Stelle. Junk TV in die Videobeschreibung, vielleicht kommt jetzt auch kurz ein kleiner Link. Genau. Aber wie gesagt, es wird sowieso nochmal ein Infovideo folgen, wo wir nochmal ganz genau erläutern, um was es da geht und
Es wird diese Pause, diese Upload-Pause, die jetzt gerade existent ist, die wird nicht dauerhaft so weitergeführt werden. Also das heißt, es wird nicht alle 4 Wochen nur ein Video aufkommen. Aber es ist jetzt momentan so, dass Killer jetzt die ganzen Prüfungen hatte. Ich hatte jetzt gesundheitlich ein paar Problemchen, wo ich oft zum Arzt musste hin und her. Und jetzt sind wir natürlich auch simultan mit diesem Kanal beschäftigt und wollen den auf keinen Fall links liegen lassen in der Zeit, wo wir den anderen Kanal halt auch führen. Genau. Aber jetzt demnächst wird was kommen. Wieder. Ja. Aber solange habt ihr auf jeden Fall hier das fette Material, was jetzt schon da ist, und schaut's mal an. Schaut's euch auf jeden Fall mal an. Jetzt wo wir praktisch auch, also wir müssen auch noch sagen, es haben uns einige auch externe Leute, die jetzt nicht zu unseren Abonnenten zählen, geholfen, wie zum Beispiel Miss Glados hat für uns mal reingeschaut und fand es auch sehr amüsant. Nur eben, wie gesagt, sie hat auch gemeint, das ist einfach zu lang, die Sachen sollten getrennt sein. Und natürlich, wenn ihr jetzt, ihr schaut ja auch nochmal rein, dann werdet ihr das sehen. Und diese Upload-Pause wird jetzt auch dadurch natürlich wiederum gemindert, weil wir jetzt eben wissen, dass wir die Sachen nicht komplett verpacken müssen, ne? Sondern einzeln das auch schicken können. Also wenn wir jetzt ein News-Video haben, Gaming-News bereits fertig haben komplett, dann müssen wir dann nicht noch auf den Rest warten und das alles zusammenfriemeln, sondern können einfach dann das News-Video auch hochladen, wenn es fertig ist. Wir müssen dann nicht noch die Sketch-Action fertig machen und so weiter und so fort. Das erleichtert uns auch etwas die Arbeit sogar. Und ja, das wird wunderschön. Ich zappel hier gerade mit meinem Knilch rum. Hier ist eine Fackel für dich, Werle. Oh, hier ist Kohle. Ein bisschen Kohle. Okay. Oh, Coin beläuft. Ich buddel hier weiter runter, damit wir ganz tief kommen. Dann haben wir auch mal so ein bisschen verschiedene Höhen abgeklappert. Aber ich glaube, wir müssen dann auch ab und zu mal ein bisschen hochschauen, ob es schon mittlerweile wieder hell wird. Stimmt, damit stimmt. Den Planeten dann auch bald umrundet. I think it's gonna wording hell. Ich schaue jetzt mal nur zufällig. Oh, ich habe hier gerade... Ach, das kann sein, dass es bei dir runtertropft. Ich habe hier irgendwie auf so ein Meer gestoßen oder sowas. Oh, ich fließt jetzt gerade alles rein. Oh, ne. Nicht, dass wir jetzt langsam ertrinken. Nee. Ach so, wie viel ist da? Wie viel kommt da noch? Shit. Das ist einiges. Das ist ein bisschen viel. Ich habe es zugebaut. Okay. Das erste. Ich würde mir das jetzt aber trotzdem mal gerne anschauen, was da jetzt noch kommt. Ein bisschen höher. Okay. Ah ja, jetzt steigt es nicht mehr, wenn ich den Block hier jetzt so lasse. Weil ich glaube, das ist hier wieder eine neue Höhle. Meine ist wieder am Erfrieren. Das mündet hier an die nächste... Ne, okay, das führt zu einem Arm, wo wir quasi schon bereits gewesen sind. Ja. Genau, ja. So. Okay, nichts Besonderes. Geht es auch... Achso, das geht aber auch nicht mehr extrem tief. Ja, okay, das war's dann schon. Schade, jetzt ist mein... Stolle, du. Menschenskine. Jetzt mal wieder hoch und schau mal nach, ob es mittlerweile wieder hell ist. Müsste wieder hell sein. Die Grünen greifen an. Ich glaube, alles greift an, bis auf die Gelben. Stimmt. Ich hab Silber wieder gefunden. Yeah. Oh, Achtung, da könnte was kommen bei dir. Wasser oder irgendwelche Viecher? Nee, Viecher. Passt. Ich bin unter Wasser, ich bin ganz tief. Ich arbeite gerade hier unter Deck. Ich mache hier meinen Gang wieder weit, dass das Wasser abfließt, damit ich hier wieder mir einen weiteren Gang von hier aus nach unten buddeln kann. Also denk dran, auf dem Weg nach oben kann es sein, dass... Aber es ist sowieso noch dunkel. Ah, ich sehe gerade, es ist noch dunkel. Also noch ist noch eh keine Zeit zum Hochgehen, aber ich werde dir jetzt mal erledigen, dass es wieder keine Überraschung gibt. Ach, meiner ist schon wieder am Frösteln hier. Das ist auch schlimm mit dem. Der hat immer ewig kalt hier. Jetzt piepst er auch noch. Ach so, weil ich gerade ersauf. Ah, ist natürlich unangenehm jetzt. Ah. Also immer noch Nacht, sorry. Wie? Es ist immer noch Nacht. Ich denke mal, es wird jeden Moment hell, aber zurzeit ist es noch dunkel draußen. Sind irgendwie zwei grüne Slams. Keine Ahnung, wie die heißen. Die grünen auf jeden Fall. Ja. Ich werde mich jetzt einfach hier nach draußen buddeln. Ich sehe gerade, wir haben... Ach, man kann sich die Sache noch ausziehen. Er ist ja nackig. Ekelhaft ist das. Ich habe hier so einen komischen Affenmensch. Der ist komplett haarig. Ich sehe das immer, wenn ich sterbe und ich in dieser Kapsel neu aufwache. Dann sehe ich mich immer kurz ohne Klamotten. It's strange der aus. Affe. Komplett... Pizza iPad. Noch ein bisschen Eisen gefunden. Sehr schön. So, jetzt gehe ich auch nochmal runter gucken hier. Okay, da ist noch ein bisschen. Ich shatter my pantaloons. Da unten könnte es möglicherweise noch etwas geben hier. Und einem auch immer so vor, das ist exakt das gleiche wie in Minecraft, dass die Nachtphasen irgendwie länger werden, weil man irgendwie drauf wartet, ne? Das ist halt immer diese Relativität, die man dann hat. Muss, die Tat muss Tag ist, werden.
Die Helligkeit will man am besten, dass die durchgängig ist. Die vergeht dann schnell, ja. wenn man die halt irgendwie genießt. Man will gar nichts anderes haben. Und die Nacht will man, dass die so schnell wie möglich vergeht. Und dann kommt es einem so vor, als ob die dann länger dauert. Ne? Wenn man halt die ganze Zeit da hockt, irgendwas anderes macht. Man wartet eigentlich nur darauf, dass es hell wird. Und dann kommt es einem länger vor. Aber ich halt, im Prinzip ist bei jedem Game Tag und Nachtzeit gleich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass in Minecraft oder hier die Nachtzeit, was ich in dem Mut, länger sein sollte. Ich denke auch gleich oder sogar weniger. Also bei Don't Starve ist es, glaube ich, auch, dass die Nacht viel, viel kürzer ist wie der Tag.